Yo Leute, was geht ab? Neues Video auf meinem Kanal mal wieder, nach langer Zeit. Wollte eigentlich zum Totti auch schon was hochladen, aber hab's dann irgendwie nicht geschafft von der Zeit, aber dann hätte es auch keinen mehr gejuckt, wenn ich das dann später hochgeladen hätte. Aber ja, jetzt kommen wir mal zur Sache. Wie ihr seht, habe ich einen guten Totti gezogen. Hat ein paar Upgrade Packs gemacht. Hier blende ich euch nochmal einen Clip davon ein. War auf jeden Fall nice. Ja, also hier geht es eigentlich in dem Video um meine Premier League Weekend League, sozusagen, was ich geholt habe und so. Donnerstag werde ich dann die Rewards auch hochladen. Da gibt es eine kleine Überraschung und so. Wer die aufgemacht hat und so, ein bekannter YouTuber. Wird auf jeden Fall nice, wenn es halt so klappt und so. Wird dann noch auf euch zukommen. Hier dann, ich glaube Sonntagabend habe ich dann noch meine Icon Swaps fertig gemacht, habe dann noch einen chilligen Spieler draus gezogen, der jetzt nicht so schlecht ist, den ich dann mitten in der Weekend League dann eingebaut habe. Hier seht ihr dann das Team mit dem neuen Spieler und ja, dann halt noch meine Taktiken und so. Dort spiele ich dann bei Defensiv eine Fünferkette mit Chiellini als IV, den ich normalerweise halt als ZDM spiele, halt als Achter oder Sechser, der dann die drei Innenverteidiger halt dann voll macht. Bei den Außenverteidigern habe ich bei den Anweisungen mit angreifen, die beiden Achter hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken, dann beim Zehner vorne bleiben und bei den Stürmern einfach nichts. Das benutze ich, wenn der Gegner ein recht stabiles Team hat und jetzt nicht so aussieht, als wäre er nicht so schlecht. Dann beim Sturm der 4-4-2, halt bei Offensiv. Mit Chiellini als Sechser dann, halt als Achter, Entschuldigung. Die beiden Stürmer halt noch ein paar Anweisungen, da könnt ihr euch nochmal pausieren, weil ich das jetzt nicht mehr auswendig weiß. Das war ein bisschen schnell, wie ich da durchgegangen bin. Jetzt will ich jetzt ein bisschen nachkommentieren. Dann die hier bei den Offensiven, die bei der offensiven Taktik dann die Außenverteidiger dann mit hinten bleiben bei Angriffen. Dann hier noch meine Auswechselbank. Würde ich sagen, gehen wir schon direkt ins erste Spiel. Mit Kleiber natürlich direkt im ersten Spiel als Gegner. Das ist gefühlt die ekligste Karte, die es im ganzen Spiel gab. Jemals. Da bereue ich echt, dass ich den nicht gemacht habe. Und Robben genauso mit dem Perfect Link. Das triggert echt hart, jedes Mal gegen die zu spielen. Aber da starten wir echt gut rein. Mit dem ersten Spiel, mit einem 1-0 und direkt im Anschluss mit einem 2-0 durch Bruno Fernandes. Nicht schlecht gespielt. Ndombele ist hier, den wir gezogen haben, aus einem Untrade Pack, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau welches. Der ist recht stabil, hat einen Unique Body Type, wie es auf Footbench steht. Der ist recht dünn gebaut, deswegen halt auch gut zum Abfangen und so. Aber halt jetzt im Zweikampf ist er halt nicht so krass stark, aber es geht schon. Es ist nicht so schlimm. Den kann man gut als Achter spielen oder als Sechser. Als Zehner finde ich den jetzt nicht so gut, aber kann jeder für sich entscheiden und mal ausprobieren, wenn man den hat, aber kaufen würde ich ihn jetzt nicht. Beim zweiten Spiel spielen wir direkt gegen zwei gute Icons im Sturm, Puskás und Cantona. Beide sehr stabil. Cantona direkt mit dem Pass auf Valverde, wie da Dalot nicht hingeht bei dem 4-3 in der 90. Minute. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wie ich den Ball da nicht krieg. Verliere ich 4-3. Stehen wir dann direkt 1-1. Kein guter Start. Kann man nichts machen. Direkt gegen Sergio Ramos Totti verlieren wir 8-0. Leider ein bisschen reingeschissen. Bei dem Game habe ich dann noch angefangen, meinen Controller rechts oben einzublenden. Das kannst du in den Einstellungen einfach einstellen. Ich glaube, visuell und dann ganz unten bei Controller Eingabe kannst du dann anmachen. Ist nicht so schwer. Da habe ich auch mitten im Game, glaube ich, mal probiert. Oder es war ein Game davor, ich weiß es nicht mehr. Eine neue Kamera habe ich da probiert. Das hat mir gar nicht getaugt. Das war komplett irgendwie scheiße. Deswegen habe ich das Game auch sehr schlecht verloren. Ich glaube, das war das 8-0 davor. Ja, kann man nichts machen. Bei den Elfmetern habe ich immer so meine Taktik sozusagen, die seht ihr jetzt, einfach nach rechts zielen, damit der Gegner sieht, so, wir zielen nach rechts mit dem Kopf halt.
und dann einfach nach links schießen. Geht meistens rein. Ist jetzt nicht so kompliziert. 3-1 haben wir da gewonnen, stehen dann 2-2. Ist jetzt kein guter Anfang für die WL. Dann fängt es gleich mal an mit wieder Puskas im Sturm beim Gegner. Ndombele macht hier einen schönen Pass, den habe ich auch untrade aus irgendeinem Pack gezogen, ich weiß nicht mehr welches es war. Ist auf jeden Fall gut, seine Pässe sind zwar nicht immer die besten, aber darüber kann man hinwegsehen. Sein Bodytype ist zwar gut, finde ich für so Abfangsachen, aber Zweikampf ist er jetzt nicht so stark. Rashford wird hier gefoult im Strafraum, wieder meine Taktik, habe ich jetzt nicht ganz nach links gezielt, weil ich mir unsicher war, ob ich den jetzt reinmache oder nicht, wenn ich ganz nach links ziele. Hier könnt ihr nochmal sehen, war das mein Fehler. Ich habe aus Versehen nach vorne gezielt, obwohl ich nach oben zur Chiellini spielen wollte. Habe ich dann aus Versehen zu Ndombele gepasst. Hier war es auch nochmal frech, dass ich den verloren habe mit Matthäus an Neymar. Aber ja. Hier nochmal. Da habe ich nach oben gedrückt, wie ihr sehen könnt, hier bei der Zeitlupe. Nach oben gedrückt. Er spielt nach links, keine Ahnung wieso. Aber vielleicht wenn ich das nicht kassiert hätte, hätte ich das vielleicht noch gewonnen, aber wer weiß. Jetzt hier vielleicht ein verdientes Tor durch den Gegner, habe ich nicht so gut gemacht. Nicht sehr gut verteidigt. 5-4 verloren am Ende, war noch ein bisschen knapp. 2-3 stehen wir da jetzt. Dann, das war dann das ganze Freitag, die ganzen Freitagsspiele, die ich gespielt habe. Dann hier noch mein Base-Icon-Pack. Ich habe ein Icon-Roulette sozusagen gemacht, wo ich dann schaue in meinem Club nach Nationen und Icon-Liga und so. Ja. Ich habe erstmal angefangen natürlich mit Bulgarien, da war jetzt nichts. Bei C gibt es natürlich nichts, aber bei Dänemark wäre jetzt nicht so prickelnd gewesen mit Laudrup, Schmeichel und ja, sonst habe ich jetzt keine Ahnung, was da noch kommen könnte. Drogba habe ich jetzt auch aus meinem Prime Icon Pack letztens gezogen, das ich mir mit Untrades halt aus meinem Verein gemacht habe. Der ist echt gut, ist zwar sehr unbeweglich, aber ja. Kann man nichts machen. Ist zwar sehr gut im Abschluss, kann sich gut durchsetzen, aber ist halt nicht so gut in der Beweglichkeit. Ist halt, seine 5-Stern-Skills fehlen halt. Deswegen ist es halt ein bisschen kompliziert mit dem Angriff, aber ja, ist es nicht so schlimm. Ist ein guter Spieler. Nicht zu empfehlen zu kaufen, aber wenn man ihn zieht, dann kann man ihn ja spielen. Ist dann kein Problem, wenn er ein recht solider Spieler ist. Dann zum Glück keine Karte hier gezogen. Eto'o wäre stabil gewesen, leider nein. Ich glaube, seine Baby-Variante ist jetzt nicht so gut, habe ich gehört, aber auf jeden Fall besser als so eine Karte. Dann Schuka wäre jetzt auch nicht so gut gewesen. Zum Glück habe ich den nicht gezogen. Dann fangen wir gleich mal mit GM an. Mexiko wäre jetzt mit den zwei Stürmern Hernandez und Sanchez eigentlich recht okay gewesen. Sanchez, glaube ich, ganz okay. Denke ich mal, wenn anders nicht. Dann Nigeria und gleich mal Nordirland George Best gezogen. Habe ich dann direkt gespielt, wie ihr dann vorhin sehen könnt. Gesehen habt sozusagen. Habe ich dann den LF gespielt. Ab dem Samstag dann. Dann direkt zum sechsten Spiel, zum Anfang, ja, den Lucky Tor von den Ndombele abgefälscht. Dann wieder zu Drogba gesprungen und der macht halt den Abstauber dann. Hier auf den Außen, das war echt ein lächerliches Tor, wie der so ankommt. Das verstehe ich nicht, wie er den so kriegt. Aber ja, manchmal ist das Spiel so. Drogba hat hier eine gute Chance dann, eigentlich zu passen, aber warte ich noch ein bisschen. Hab dann gut den Angriff ausgespielt und dann gut reingemacht. Drogba macht dann noch fast sein zweites in Folge. Kommt dann aber ein Elfmeter raus wieder mit Bruno Fernandes, mache ich wieder meine Taktik. Hier ist es gut gelungen mit dem grünen Time Finish. Ja, am Ende war es zwar noch ein bisschen knapp. 4-3 habe ich da gewonnen. In der Nachspielzeit war es dann noch ein bisschen knapp. Habe ich gedacht, dass ich das noch verliere, aber habe ich zum Glück noch gewonnen. Ja, das war dann das 3-3. Dann der nächste Gegner hier mit Barnes direkt. Auch wäre sehr gut, wenn ich den gezogen hätte, aber die Weekend League habe ich nicht gespielt, weil ich keine Motivation dazu hatte und das Internet nicht so gut war. Irgendwie, keine Ahnung, es hat irgendwie ein bisschen reingeschissen. Keine Ahnung wieso. Aber Bruno Fernandes hier mit einem guten Abschluss.
Auch mit einem guten Pass davor, ich weiß nicht, vor wem der war, der Pass. Dann direkt im Anschluss das nächste Tor, dann hier ein bisschen Spielchen mit ihm gemacht. Drückt mal mit einem Rainbow über den Torwart. Muss auch mal sein. Und ja, es waren 5-0, deswegen kann man jetzt auch mal auspacken. Jetzt quittet der Gegner bei einem 5-0. Es wundert mich echt, dass er eine rote Karte gehabt hat, halt die Champions-Karte. Wenn er jetzt so 5-0 gegen mich verliert, normalerweise, ich bin so ein Silber 1, Gold 3 Spieler. Die WL habe ich jetzt sehr gut gespielt, fand ich. Habe ich auf jeden Fall am Sonntag, auf jeden Fall habe ich da sehr, sehr gut ist ausgespielt, werdet ihr dann sehen. Dann jetzt direkt das achte Spiel, der hatte ein krankes Team, da kann man nichts sagen. Hat er gut ausgespielt, meine Innenverteidiger haben das nicht so gut gemacht, zu weit den Torwart rausgeholt hier. Dann ist 5-3 kassiert, dann am 4-4 stehen, nicht so gut. Dann direkt das neunte Spiel mit einem Mukiele in der IV. Natürlich wieder lächerlich, sowas zu machen. Ja, jedem das seine, gell? Ah ja, Drogba hier mit einem schönen Pass auf Best, der nicht im Abseits steht, mit einem schönen Lupfer, der den perfekt reinmacht. Über Areola lupft. Dann Ronaldo. Ronaldo, meiner Meinung nach, ist ein recht solider Spieler. Hat zwar seine Macken, aber ja. Ist halt gut, nicht so gut im Schuss und so, aber kann gut dribbeln, hat eine gute Ballkontrolle und das Passen ist auch nicht so stark von ihm, finde ich. Aber ja, kann man auch nicht so viel erwarten von dem, ich glaube, 87er oder so ist es. Ja, wenn ihr den gemacht habt, ist auf jeden Fall nicht so schlecht, finde ich. Aber ja, ich glaube, das war jetzt das 10. Spiel, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Dann hier das 3-0 kassiert vor der Halbzeit, dann habe ich mir gedacht, ja. Der hat auch gut gespielt, deswegen bin ich da auch rausgegangen. Hat mich da nicht so interessiert, deswegen, weil, ja, wenn ich sehe, ich habe keine Chance gegen den Gegner, dann gehe ich auch raus. Ist mir dann auch recht egal, ob ich das gewinnen hätte können oder nicht. Wenn ich das vielleicht dann noch nicht gequittet hätte, dann mich nochmal rein gefuchst hätte in das Spiel, dann hätte ich es vielleicht noch gewonnen, aber ja, kann man nichts machen. Ja, vielleicht hätte ich dann auch ein bisschen ran geholt. Vielleicht hätte ich dann Elite holen können, aber war ein bisschen unrealistisch, aber ja, wer weiß. Vielleicht wäre es dann besser gekommen, hätte mehr Motivation gehabt für die Weekend League, aber ja, was kann man machen? Dann ist 9-4 direkt hier. Der Gegner war jetzt nicht so gut in der zweiten Hälfte, hat er zwar noch ein bisschen aufgedreht, hat gefühlt sein Bruder gespielt wieder. Aber hier quittet der Gegner direkt raus, was ich nicht verstehe, in der 80. Minute. Dann das 6 zu 5. Dann das 12. Spiel direkt mit einem Rodrigo, mit einem Martial. Verstehe ich nicht, warum man die noch zu so einer Zeit, zur Totzeit hier spielt. Habe ich keine Ahnung. Aber ja, ich denke mir so, ab dem 15. Spiel werde ich dann Musik in den Hintergrund reinpacken und dann am Ende nochmal irgendwie ein bisschen was sozusagen zu den Spielen. Ja. Hier bin ich schon zurückgelegen bis zum fast zum Ende. So maximal, hier habe ich ein bisschen eingewechselt. Hat sehr, sehr gut gespielt, fand ich die WL. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Für seinen Preis ist er auf jeden Fall sehr gut, aber ich weiß nicht, wie viel er kostet. Ich schätze mal so 350k oder so. Aber ja, dafür würde ich mir den zwar nicht holen, aber wenn man den hat, natürlich ist gut. Aber den kann ich halt nicht in Main Team spielen, weil ich da Druck war und mein Bruno Fernandes Totti da hab. Dann hier der nächste Elfer wieder meine Taktik. Hier könnte ich ihn eigentlich direkt rechts oben rein machen, weil der direkt im Winkel gegangen wäre. Aber ja, meine Taktik hat gut geklappt eigentlich, die WL. Ich glaube irgendwie 7 Elfmeter oder so hatte ich. Zwei Elfmeterschießen, das zweite kommt jetzt noch, das erste kommt jetzt. Das war echt schlecht geschossen von mir. Zwar grünes Time Finish, aber ja, wir sind zu zuversichtlich gewesen. Dann schon direkt die Chance für den Gegner, dir den ersten reinzumachen. Schafft er auch. Das war echt scheiße, dass ich den nicht gehalten habe, weil der war perfekt im Winkel. Zwar die richtige Ecke erahnt, aber hab den nicht gehalten, leider. Weil er zu perfekt im Winkel war. Dann den nächsten habe ich reingemacht. Er hat den nächsten natürlich auch reingemacht. Dann mit meinem Tots EFL, glaube ich, war das die zweite englische Liga. Da mit dem 88er Holländer, glaube ich, war das, oder Niederländer.
keine Ahnung, wie der heißt, wie man den ausspricht. Versuche ich auch erst gar nicht, bevor es hier die Leute triggert in den Kommentaren. Aber ja. Dann hier Benzema bei ihm schon dran. Habe ich gehalten mit Joe Hart. Joe Hart kann ich echt nur empfehlen. Das ist echt ein guter Torwart. Nicht so viel rausholen mit dem. Den nicht so weit rausholen, weil der irgendwie die Lupfer immer nicht hält. Keine Ahnung wieso. Oder es liegt einfach an mir, dass ich den zu weit raushole. Dann das Elverschießen habe ich sehr gut gemacht, eigentlich, fand ich. Habe ich sehr gut absolviert, das Elverschießen hier. Ein dicker Fehler von mir mit Ndombele. Dann kassiere ich auch das Tor. War jetzt nicht so gut von mir. Habe ich auch gesehen, dass es zu gut war für mich und dass ich das nicht gewinnen kann. Deswegen bin ich da auch rausgequittet. Dann hier gleich das nächste Game, das 14. ist jetzt schon. Stehe bisher nicht so gut. Jetzt sieht nicht so aus, als würde ich einen guten Rang holen. Dann hier Best gleich mit dem 2-0. Nicht schlecht gespielt. Dann hier, was Chiellini macht, weiß ich auch nicht. Ich drücke Zweikampf, er denkt, er wäre keine Ahnung, geht es beim Skilaufen oder so. Was weiß ich, hier knapp nicht im Abseits gewesen von Samaxiba. War sehr gut, hier gut abgefangen von Talia Fico. Was der da vorne macht, weiß ich auch nicht. Best hier mit dem schönen Abschluss, mit dem Finesse in die lange Ecke. Keine Torwart. Nichts machen, habe ich sehr gut ausgespielt. Das 8 zu 6 habe ich hier 5-3 gewonnen. Gleich mal Silber 2 geholt. Der Gegner hier hatte echt, der hatte so ein gutes Team. Kleiber in der IV, aber irgendwie war der nicht so krass stark. Das hier, das müsst ihr euch anschauen. Das war wieder lächerlich. Ich mache hier mit Dalot, Spiel in die Mitte, schaut auf den Controller oben. Ich spiele nach oben. Zu früh nach links den Stick, zu spät loslassen mit zu viel Kraft, deswegen geht er halt nach links, kann man nichts machen.
So, hier bin ich wieder. Am Sonntag habe ich dann angefangen, ich glaube, da hatte ich noch 8 Spiele oder so übrig. Und ja, da habe ich, glaube ich, fast alle gewonnen. Ja, ich habe alle gewonnen. Gleich könnt ihr nochmal sehen, wie es dann nochmal ausgegangen ist. Das Spiel hier war echt lächerlich. Einfach 3-0 geführt, alles hergegeben. Das war echt, habe ich echt schlecht gemacht, glaube ich. Oder das lag einfach am Spiel. Ich glaube, ich war einfach schuld. Aber Sam Pelé war auch echt gut. Der hat ein krankes Team. Da kann man echt nichts sagen. Den habe ich gut gehalten mit Joe Hart. War auch nicht so gut geschossen. Hat jetzt nicht so gut geachtet, dass man jetzt nicht sieht, wo er hinzielt. Dann hier sehen Lothar Matthäus. Habe ich den gehalten oder nicht? Nee, habe ich nicht. Ja. War auf jeden Fall sehr gut. Sonntag habe ich echt sehr gut gespielt, fand ich. Das war echt schlecht geschossen von mir. Wer den nicht hält, ist echt frech. Den hätte er halten müssen. Dann den hier halte ich wieder nicht. Das ist echt ein bisschen schade. Dann hier schieße ich mit Best. Sehr schlecht gemacht von ihm, dass er da noch stehen bleibt, dass er nicht hechtet. Dann Pelé schießt bei ihm. Halte ich den oder nicht? Ich weiß gar nicht. Okay, ja, den hat er ja recht gut geschossen in die Mitte. Habe ich nicht erahnt. Dann mit Bruno schieße ich den. Den hält er. Schade leider. Würde ich den halten, hätte ich gewonnen. Tue ich natürlich nicht. Leider. Jetzt steht es wieder unentschieden. Jetzt. Es war echt spannend, dieses Elfmeterschießen. Da hatte ich echt Eier flattern, dass er noch stehen bleibt, weil er ist echt spät gesprungen, der Van der Sar von ihm. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, dass er schon so spät springt, aber ja. Hatte ich echt noch Glück, dass er reingegangen ist. Dann mein Ndombele. Stieß den perfekt in den Winkel rein mit grünem Timefinish. Sehr guter Elfmeter von mir. Dann natürlich hat er jetzt Druck, dass er den reinmachen muss. Habe ich jetzt gedacht, schießt er links, glaube ich, hat er auch gezielt, hat dann wieder sich umentschieden, dass er nach rechts schießt. Mit meinem Van Dijk sehr, sehr viel Glück gehabt, dass der reingeht. Mit dem gelben Timefinish. Hier ist ein Maldini, schießt noch. Der frech in die Mitte lupft. So, jetzt mein Matthäus. Macht den, glaube ich, recht gut rein. Ja, hat er die falsche Ecke erahnt. Dann hier ist ein Rio Ferdinand. Er muss ihn reinmachen. Ich denke, er schießt links. Er schießt auch links. Und das Elfmeterschießen gewinne ich. Und das ist, glaube ich, der 16. Sieg gewesen. Bei 17 kriegt man natürlich den. Ja, der 16. Sieg, wie man hier sehen kann. Bei 17 kriegt man Gold 2. Gold 2 habe ich davon noch nie erreicht. Verstehe ich nicht wie. Immer dieses Scheißspiel. Und oft habe ich auch immer Scheiße gespielt. Kann ich nicht sagen. Dann hier das entscheidende Spiel um Gold 2. Da hatte ich zwar noch 3 Spiele offen, ich musste eins aus 3 Spielen gewinnen, dann den Rest hätte ich verschenken können. Was ich dann auch gemacht habe, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, dass ich hier Gold 2 geholt habe. Sehr schönes Tor von Best hier. War sehr schön abgeschlossen von ihm mit dem Volley. Dann hier gut abgefangen von Ronaldo. Spielt dann zu Drogba. Hier Ndombele wartet ein bisschen. Sehr gut abgefangen jetzt hier von Ndombele. Schießt dann auf, passt dann auf Best. Der ist zum Glück nicht im Abseits, war recht knapp, glaube ich. Dieser Trick, den ich gerade gemacht habe, den müsst ihr echt anwenden. Schaut einfach auf meinen Controller, wie ich den gemacht habe. Der ist echt zu OP. Den können die meisten Pro-Spieler sogar nicht verteidigen. Da kommt ihr meistens echt immer durch. Dann hier mit Best noch mein Tor gemacht. 3 zu 0, 40. Minute. Der Gegner geht raus. Und wir haben das Gold 2 sicher. Jetzt hier natürlich perfekt in der Premier League Weekend League, wo man die Belohnungen dann auch kriegt am Donnerstag. Die Rewards für die Premier League Tots. Dann hier das 28. Spiel. Habe ich natürlich noch reingeschwitzt, Kappa. Ja, natürlich hier. Habe ich verschenkt. Was denn sonst? Brauche ich ja nicht die Wins. Hätte mir nichts gebracht, wenn ich die noch geholt hätte. Hätte ich halt 1910 geholt. 1901 wahrscheinlich. Hätte ich halt 1910 geholt. Aber ja, hätte mir jetzt nicht viel gebracht. Deswegen habe ich die 2 Siege einfach verschenkt. Einfach auf korrekt. Muss ja nicht sein, dass man da jetzt nochmal einschwitzt hier. Okay. Hat man ja einfach verschenkt, bin dann rausgegangen. Und ja. So, dann würde ich sagen, sind wir schon mal beim Ende des Videos angekommen. Ist auch genug lang gegangen. Also wer bis hier geschaut hat, echt Dankeschön, dass ihr bis hier geschaut habt. 30 Minuten Video von mir. Zwar als kleine Entschädigung, dass ich so lange keine Videos mehr gebracht habe. Ich glaube schon fast 6 Monate oder so. Kann gut sein. Aber ja, ich glaube mein letztes Video war irgendwie, wo ich Joe Gomez oder und Aubameyang
aus meinen Rewards gezogen habe, war jetzt nichts Besonderes. Ja, damals waren die halt viel wert. Jetzt nicht mehr. Aber ja. Vielen Dank, dass ihr hier mein Video geschaut habt. Nach langer Zeit, wie gesagt, Donnerstag kommt mein Rewards-Video mit einer und halt noch anonymen Person, wenn es gut klappt. Und dann würde ich sagen, seid gespannt auf das Donnerstag-Video. Schaltet ein, würde ich sagen. Was mit dem Video? Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt und ciao.